packe mit euch heute unser neues Produkt aus. Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben ein neues Produkt für euch entwickelt, damit ihr unsere Balms noch besser auftragen könnt. Und zwar launchen wir jetzt unseren Pinsel. Den packen wir jetzt zusammen aus. Der kommt in einem richtig süßen Recycling-Packaging. Ihr seht auch hier einmal, ne, wie er geformt ist. Und da steht auch nochmal gleich drauf eine Anwendungsanleitung, auch eine Reinigungsanleitung und so ein paar Daten zu dem Pinsel. Ich hole ihn mal raus. Also schaut mal, wie süß der denn bitte ist. Der hat eine richtig schöne Farbe. Ich bin so froh, dass wir Flieder genommen haben. Da habt ihr ja auch mit abgestimmt, was ihr für eine Farbe wollt. Und was ich auch richtig toll finde, ist, wie die Form abgeschrägt ist. Das war ganz wichtig, weil somit könnt ihr das dann viel besser in die Haut einarbeiten. Die Härchen sind unfassbar weich. Ich zeige euch das auch gleich nochmal von Namen. Und natürlich haben wir synthetische Haare gewählt. Das war uns auch ganz wichtig. Was auch toll ist, ist eben die wertige Verpackung, also generell diese Umhülle von dem Pinsel. Aluminium, was natürlich super wichtig ist, ist das wöchentliche Reinigen des Pinsels. Dann nehmt ihr einfach eine milde Seife und lasst den aber über einer Tischkante trocknen. Also das heißt, hier habt ihr euer Handtuch und der Pinsel liegt dann so über der Kante, damit er schön runtertrocknen kann. Weil sonst fängt sich das ganze Wasser hier drin. Also niemals so aufstellen, wenn er noch nass ist. Sonst fängt sich da alles und dann löst sich der Kleber. Und dadurch lösen sich dann die Pinselhaare. Das ist ganz wichtig zu beachten. Ja, dann würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr allzu lange über das Produkt, sondern ich zeige euch das einfach mal im Einsatz. Und würde sagen, wir tragen das jetzt mal auf. Und zwar zeige ich euch, wie ihr euer Gesicht mit unserem Bronzing Stick in der Farbe Coast Life definieren könnt. Dann machen wir es einmal so, dass ich das einmal komplett auf die Haut auftrage und dann verblende und einmal vom Pinsel abnehme und so auftrage. Und da ist wichtig, dass ihr direkt über eurem Wangenknochen seid, also genau oberhalb vom Wangenknochen das auftragt. Und ihr seht, ich klopfe das so richtig ein. Das ergibt nämlich so ein bisschen ebenmäßigeres Ergebnis. Und ihr könnt euch sicher sein, das Produkt ist gut verblendet. Es geht halt hiermit ganz gut, weil die Haare so super weich sind. Genau. Und wenn ihr aber nichts drunter habt, also keinen Concealer oder kein Make-up oder eine BB-Creme, ernst egal, könnt ihr das auch streichen. Genau, weil da ist einfach sicher, dass dann da nichts verrutscht durchs Verblenden. Und das macht ihr dann einfach überall, wo ihr ein bisschen kaschieren oder definieren wollt. Bei mir ist das immer so ein bisschen wie Nasenflügel. Und bisschen die Stirn mache ich noch mit, dann haben wir ein einheitliches Ergebnis. So, und auf der Seite tragt ihr das dann direkt auf dem Wangenknochen auf. Bei mir ist das hier, dann hier an der Nase, am Nasenflügel trage ich das gerne auf. Hier minimal und die Stirn. So, da könnt ihr natürlich auch nochmal mehr benutzen und das aufbauen, aber ich taste mich da immer erstmal ran. Und was wichtig ist, lasst das nicht zu lange eintrocknen. Sondern wenn ihr das aufgetragen habt, verblendet das dann direkt. Die trocknen mich minimal runter, damit ihr natürlich auch nochmal gut auf der Haut halten über den Tag. Und das verblendet ihr dann einfach, bis ihr fertig seid. So ihr Lieben, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Variante. Und zwar Blush Balm auftragen mit unserem Pinsel. Ich mache es wieder so, dass ich euch eine Seite zeige mit dem Pinsel. Und eine direkt auf die Haut aufgetragen und dann verblendet. Wir nehmen für die Seite mal Summer Night und hier Spring Day. Dann habt ihr die beiden im Vergleich nochmal. Also hier gehe ich wieder auf den Pinsel drauf. Und ihr wisst ja, die sind sehr gut pigmentiert. Also gerne wieder minimal was abklopfen. Und wenn ihr wieder ein bisschen mehr Farbe wollt, könnt ihr wieder an den Hand drücken und wieder was abnehmen. Dann gehe ich hier oberhalb von der Kontur bzw. von dem Bronzing Balm hin. Und ich verblende das auch direkt. Und klopfe das wieder ein. Ich versuche nicht so weit nach vorne zu gehen, außer man macht die Apfelbäckchen-Technik. Die habe ich euch auch schon in einem anderen Video gezeigt. Da könnt ihr mal reinschauen, das haben wir auf YouTube hochgeladen. Und ich gebe mir immer noch ein bisschen hier mit drauf, aufs Auge und die Schläfe, damit das alles einheitlich ist. Hier seht ihr nochmal Summer Night auf der Seite, mit dem Pinsel direkt aufgetragen und hier geben wir uns jetzt Spring Day erstmal von dem Produkt direkt auf die Haut auf und verteilen das dann mit dem Pinsel. Ich habe mir jetzt hier einmal Spring Day schon aufgegeben. So ihr Lieben, das war's auch schon. Wir haben jetzt alle Techniken durch.
Wenn trotzdem aber noch Fragen von eurer Seite aus offen sind, gerne bei uns melden. Wenn es irgendwie um die Technik geht oder Reinigung, was ihr da am besten nehmen könnt, fragt einfach gerne nach. Wir sind für euch da. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich blende euch jetzt nochmal die Härchen ein von nah. Macht's gut, ihr Lieben!